Name ist Doris Moser, ich bin Jungjägerin und ich darf seit einem halben Jahr die Artemis, die Jägerin des Jahres 2016, repräsentieren. Warum wollte ich Artemis werden? Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin als Stadtkind geboren und habe eigentlich überhaupt keine Verbindung zur Jägerschaft, denn ich habe gar keine Jagenden in der Familie. Aber ich habe einige Verwandtschaft, die bäuerlich aufgewachsen ist und bin dadurch sehr viel in Berührung gekommen mit der Natur und auch mit der Tierhaltung. Und das war mir immer besonders wichtig und es ist mir jetzt auch besonders wichtig, zu wissen, wo meine Rohstoffe herkommen, wo meine Nahrungsmittel herkommen. Einige Jahre durfte ich auch im wunderschönen Pinzgau leben. Dort habe ich sehr viel Tradition und Brauchtum erlebt. Das hat mich sehr geerdet und dort habe ich auch die ersten Kontakte zur Jägerschaft geknüpft. Und ja, darüber hinaus habe ich mich auch sehr viel mit regionalen Nahrungsmitteln beschäftigt. Und als ich zurückgekommen bin nach Linz, da war es mir ein persönliches Bedürfnis, den Jagdschein zu machen. Und ich finde, gerade in der Stadt, da stumpft man sehr schnell ab und verliert seine Bodenständigkeit und nimmt sehr viele Dinge als gegeben hin. Und da sollte man durchaus wissen, wo seine regionalen Nahrungsmittel herkommen und im besten Fall vielleicht sogar wissen, wie man sich seine Nahrungsmittel selber beschaffen kann. Gleich nach dem Jagdschein sind mir die vielen unterschiedlichen Meinungen zur Wichtigkeit der Jagd aufgefallen. Und ich finde, man sollte dieses wichtige Kulturgut erhalten und darum möchte ich mich über das reine Jagen hinaus für die Jagd engagieren. Dann habe ich von dem Projekt Artemis gehört und ich finde, das ist für mich die perfekte Plattform. Der Verein Artemis besteht aus drei Säulen. Die erste Säule, das ist die Jägerin des Jahres. Ihre Aufgabe ist es, für ein positives Image der Jägerschaft zu sorgen, mit Öffentlichkeitsarbeit. Die zweite Säule, das ist eine große Gala, an der auch noch 6 weitere Awards vergeben werden, zum Beispiel in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft oder auch das Lebenswerk. Und die dritte Säule, das ist unser großes Charity-Projekt, da werden mehrere Stipendien vergeben. Ja, wie wird man jetzt Jägerin des Jahres 2017? Zunächst mit einem schönen Motivationsschreiben, wo du deine Leidenschaft zur Jagd zum Besten gibst. Aus diesen ganzen Kandidatinnen werden dann 12 Finalistinnen gewählt und die verbringen mehrere Tage gemeinsam bei sogenannten Challenge Days. Dort kannst du deine Kompetenz als Jägerin so wirklich unter Beweis stellen und dann wird eine Fachjury dich noch ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen und bei der großen Gala im Frühjahr wird dann die Siegerin bekannt gegeben. Seit einem halben Jahr bin ich jetzt schon die Artemis und ich habe schon sehr vieles erlebt. Rund um die Tätigkeit findet natürlich viel Öffentlichkeitsarbeit statt. Dazu zählen Interviews mit Zeitungen und Magazinen, einige Fotostrecken und natürlich war ich sehr viel mit Jagd und Natur TV in ganz Österreich unterwegs. Als Artemis habe ich viele interessante und spannende Menschen kennengelernt. Durch diese ganzen Kontakte ergaben sich auch sehr viele spannende Jagderlebnisse und ich muss sagen, durch diese unterschiedlichen jagdlichen Eindrücke habe ich nicht nur einen besonderen Weitblick bekommen, sondern es stärkt auch meine Verbindung zur Jagd. Für mich ist jetzt Halbzeit. Ich habe schon vieles erlebt und vieles wird auch noch folgen, aber wir suchen jetzt schon die Artemis 2017 und ich rufe wirklich alle Jägerinnen auf, wenn dir die Jagd wichtig ist, wenn dir das Image der Jagd wichtig ist, dann trau dich, dann bewirb dich, du bist hier von einem richtig guten Team umgeben und die Arbeit als Artemis ist eine echte Bereicherung. Ich kann das nur aus persönlicher Erfahrung sagen und ich kann auch sagen, die Wahl zur Artemis, das ist keine Misswahl, sondern wir suchen wirklich Jägerinnen mit Power, mit Motivation, mit Leidenschaft. Und ja, das Projekt Artemis, das wird dich wahrscheinlich nicht nur ein Jahr lang begleiten, sondern das begleitet dich auf deinem ganzen jagdlichen Lebensweg. Ich freue mich, euch kennenzulernen, euch zu unterstützen und euch zu begleiten. Und ganz besonders freue ich mich schon auf die neue Artemis 2017.